Hallo, herzlich willkommen zu unserem zweiten Videoblogbeitrag. Nachdem der erste Beitrag doch ganz gut positiv angekommen ist und wir viele gute Rückmeldungen bekommen haben, habe ich mir gedacht, sollte es auch eine zweite Ausgabe geben. Die zweite Ausgabe nutze ich heute einfach halt, nachdem das erste Quartal 2012 gelaufen ist, um einfach mal auf einige Themen aus dem Jahr 2012, aus dem ersten Quartal zurückzublicken und habe da einfach mal drei Stück ausgewählt, die Sie natürlich ausführlich in unserem Blog nachlesen können. Als allererstes denke ich da zurück an unsere Eröffnung in Hohnstatt. Dort haben wir diese schöne Geschäftsstelle eröffnet mit ganz vielen Gästen. Und ich muss sagen, halt, es war ein ganz toller Tag, gerade weil so viele Menschen da waren und weil das Wetter eigentlich gar nicht nach Eröffnung war. Es hat eigentlich den ganzen Tag irgendwie so ein bisschen geregnet und trotzdem war es immer brechend voll bei uns. Da nochmal herzlichen Dank an alle Besucher. Und alle, die unsere Geschäftsstelle in Petz in Hohnstatt noch nicht besucht haben, die lade ich hiermit ganz herzlich einmal vorbeizuschauen. Die Kollegen dort freuen sich über jedes neue Gesicht. Als zweites Thema habe ich hier mitgebracht eine Zahl, eine große Zahl. 2.232 Euro. Das war das Ergebnis, was unsere Auszubildenden im Rahmen ihrer Azubi-Aktion im letzten Jahr sammeln konnten und dann abschließend an den Münzinghof übergeben konnten. Gemeinsam haben sie Gewinnsparlose verkauft, viel durch privates Engagement. Und hier sieht man auch nochmal die Auszubildenden, die das Projekt organisiert haben, zusammen mit den Zuständigen vom Münzinghof, unserem Marktbereichsleiter Peter Schwarm und unserem Ausbildungsleiter Arndt Amrott bei der Spendenübergabe. Ein tolles Projekt und hier an dieser Stelle mal ein großes Lob an die Azubis, die sich da wirklich reingehängt haben. Als drittes und letztes Thema noch ein besonders erfreuliches, was unsere Beratung angeht. Wir wurden nämlich vom Genossenschaftsverband Bayern intensivst geprüft. Das hat für den Verband TNS Infratest gemacht, ein renommiertes Marktforschungsinstitut, und hat dort geguckt, wie gut berät denn die Raiffeisen Bank Hersbruck. Hat Berater losgeschickt, die in unseren Geschäftsstellen vorgesprochen haben und sich dort beraten haben lassen. Und das Ergebnis lässt sich sehen. Wir wurden mit der Note 1,2 bewertet und somit sind wir im Bereich der Genossenschaftsbanken unter den besten 5, denn nur die besten 5 Banken haben dieses Siegel überreicht bekommen und da sind wir auch sehr stolz drauf, insbesondere wenn man weiß, dass die Note 1,2 nur einmal in Bayern vergeben wurde. Und zu allerletzt nochmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, fürs viele Lesen. Ich hoffe, dass Sie uns treu bleiben und freue mich auch darüber, dass wir inzwischen ja über 2000, man sagt ja Follower, auf Facebook und auf Twitter zusammen haben. Diese Marke haben wir letzte Woche gerissen. Und nun bleibt es mir noch, Ihnen frohe Ostern zu wünschen und hoffe, dass Sie uns bald wieder hören.